Übrigens, nur 23 Stunden Ladezeit. 23 Stunden? 23 Stunden Ladezeit. Und ich habe überlegt, wo soll denn an so einem schönen Rad jetzt noch ein Akku hin? Ja, das ist in der Tat ein bisschen merkwürdig. Das sieht ja, ja aus wie, es ist ein normales Rad, ne? Und es gibt Leute, die haben das eine halbe Stunde lang bewundert und gesagt, so, Mensch, ein Biobike, geiles Ding. Ja. Und ob das wirklich eins ist, ja, oder vielleicht doch nicht, das klären wir in den nächsten, ich würde sagen, 10 Sekunden. Jetzt zu meiner Schande gestehen. Und hier ein weiteres Video mit Nils Hogendorn. Moin erstmal und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Und ich habe ja gerade gesagt, in den nächsten 10 Sekunden klären wir das. Ist es jetzt ein Fahrrad oder ist es ein E-Bike? Ich sage jetzt sofort, es ist ein Light-E-Bike. Weil ich sage ja jedes Mal wieder, wenn wir irgendwie ein schönes Rad vorstellen, 2023, das Jahr der Light-E-Bikes. Es gibt immer mehr, man sieht sie immer häufiger. Und hier auch wieder eine Ausführung, wo ich sage, so habe ich vorher so noch nicht gesehen. Und gestern Abend, da hat Dieter hat ja gerade eben schon einen Satz angefangen und hat gesagt, ich muss zu meiner Schande gestehen. Da habe ich gesagt, jetzt kannst du ruhig weitersprechen. Ja, okay, also ich muss zu meiner Schande gestehen. Wir hatten gestern unseren schönen Teamabend hier und da standen diese beiden Räder und Ey, nicht zu viel verraten. Ja, okay, nicht zu viel verraten. Wir hatten ja ein Rad. Oder wir haben ja nur ein Rad. Ach so, ja, oh, scheiße, ich schneide das raus. Nee, auf jeden Fall stand da dieses Rad und ja, ich habe dann da gesessen. Ich kam etwas später, weil ich noch einen Termin hatte. Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe die ganze Zeit geguckt, okay, das sind neue Räder, neue Marke, die wir vertreiben, bla bla bla. Und habe die ganze Zeit gedacht, oh, jetzt geht der Hogendorn Richtung Biobike, komplett ohne Motor und alles. Und dann stehe ich irgendwann auf und habe dann erst nach 30 Minuten festgestellt, dass das ein E-Bike ist. Tatsache. Ja, das war schon die Story. Genau, das war die Story. Und ja, bevor ich jetzt irgendjemanden hier Ewigkeiten auf die Folter spanne und sage so, ja, was ist es denn jetzt für eins? Es ist ein Designio X20 Pinion. So heißt das Rad. Und Designio ist eine Marke, die wir, na, ich kann es noch nicht, ich will noch nicht zu viel versprechen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir sie vielleicht in unserem Sortiment haben. Also, dass wir sie demnächst auch bei uns in Jaderberg am Esch 2 vor Ort begutachten kannst, Probe fahren kannst und natürlich auch kaufen kannst und damit auch gerne zu uns in die Werkstatt kommen kannst. Wichtig nur, wenn du zu uns kommst, buche vorab einen Termin unter www.hogendorn.de. Da findest du Terminseite und alles Weitere ist eigentlich selbsterklärend. So, und jetzt wieder zurück zum Fahrrad. Wir können uns das Ganze ja mal im Detail anschauen, weil wir haben hier schon das ein oder andere Highlight. Highlights, und ich habe auch immer Highlight-Momente, wenn ich Kommentare lese. Und da hat jemand geschrieben, letztes Mal schon, als wir das Simplon Inissio P-Max vorgestellt haben, hat übrigens auch das gleiche Antriebssystem, auch das Male X20-System, ist mit eins der leichtesten E-Antriebe am Markt momentan. Also ein super spannendes System. Da hat jemand geschrieben, ach Mensch, ich würde das sofort kaufen, wenn ich denn doch ein Fahrrad bekommen könnte mit Pinion, Zahnriemen und dem Motor. Und das ist mein Highlight-Moment. Weil ich habe jetzt genau so was hier stehen. Und wir gehen als erstes auf diese wirklich minimalistische, was ich auch wirklich schön finde, Kommandozentrale. Hier siehst du zum Beispiel auf der rechten Seite den Drehgriff von der Pinion-Schaltung. Und wir haben hier eine C1.9. Das heißt, das ist die 9-Gang-Pinion-Schaltung. Zu Pinion selbst kommen wir gleich nochmal im Laufe des Videos. Wir machen nochmal kurz weiter mit dem Scheinwerfer. Hier haben wir einen Supernova-Scheinwerfer. Ich finde mit der schönste Scheinwerfer auf der Supernova-Serie. Zudem hat er eine Lichtleistung von 100 Lux. V521S. Dann haben wir alles passend in Schwarz, finde ich. Ideal fürs Design. Und dann haben wir hier auch die Bremshebel minimalistisch auch aus dem Hause Shimano. Jetzt sind wir schon bei den Bremshebeln gewesen und haben fast das Rücklicht vergessen. Und ich finde das ganz wichtig, das einmal zu erwähnen. Das kommt übrigens auch aus dem Hause Supernova. Hat drei LEDs so übereinander angeordnet. Sieht echt cool aus, auch minimalistisch. Schön im Schutzblech integriert, finde ich. Die Bezeichnung von dem Rücklicht ist Supernova E3i. Bremsscheibe. Und ich habe gerade schon zu Dieter gesagt, wir haben hier wirklich passend zum Design, finde ich gut.
Wenn du dich jetzt fragst, okay, sonst haben die in den Videos schon öfter mal ein Video geguckt von Zweirad Hogendorn. Also falls nicht, mach das ruhig mal. Wir stellen immer mal wieder coole Räder vor. Und dann kannst du auch gleich den Kanal abonnieren, falls du es noch nicht gemacht hast. Dann verpasst du auch nichts mehr. Aber hier haben wir auf jeden Fall die 160er Bremsscheiben. Und wir haben gerade so gesagt, ja, warum macht man das eigentlich? Und ganz zu Anfang habe ich gesagt, Light E-Bike, das Jahr der Light E-Bikes. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wir haben hier viel weniger Masse. Also dieses Rad ist deutlich leichter als so manch anderes, was wir vorstellen. Und dementsprechend brauchen wir ja auch gar nicht unbedingt diese riesengroßen Bremsscheiben. Und gleichzeitig spart man ja auch noch ein bisschen Gewicht, wenn die Scheibenbremsen etwas kleiner sind oder die Scheiben etwas kleiner sind. Und darum wollen wir jetzt mal wirklich gucken, was wiegt dieses Fahrrad. Ups. Das ist so der Klassiker, ne? Also ja, Schwerpunkt, ne? Ist nichts passiert. Ich kann dir helfen. So. 14,7 Kilo. Also 14,7 Kilogramm, ein E-Bike. Ja, kann man so stehen lassen, ne? Ein Light-E-Bike. Und wenn man es ganz genau nimmt, sagt man dazu ein Premium-Leichtgewicht. So nennt auch der Hersteller diese Räder. Wie setzt sich das zusammen? Wie kriegt man das überhaupt hin? Weil es ist ja wirklich alles dran, ne? Also wir haben Schutzbleche dran, wir haben Ständer dran und so weiter. Was wir hier als Highlight wieder haben, das ist eine Carbon-Gabel. Und die Carbon-Gabel erwähne ich als Highlight, weil der Rahmen aus Aluminium ist. Somit ist Carbon ja ein noch hochwertigeres Material, kann man dazu sagen. Es ist auf jeden Fall noch aufwendiger zu verarbeiten. Darum natürlich auch hochwertiger, gleichzeitig leichter. Und eine Carbon-Gabel im Vergleich zur Alu-Gabel gibt auch noch ein bisschen mehr Komfort, weil sie einfach flexibler ist, ein bisschen mehr federt oder auch flext. Und jetzt könnte ich sagen, wir kommen zum Herzstück von diesem wunderschönen Fahrrad. Und das ist die Schaltbox oder Pinion würde sagen Gearbox. Und wir haben hier das Modell C1.9. Was kann ich zu Pinion sagen? Also Pinion ist ein Getriebe, das auch im Ölbad läuft. Also das Ganze ist schon sehr hochwertig, auch hat eine sehr hohe Lebenszeit. Und das Getriebe wird angesteuert mit zwei Schaltzügen. Eigentlich ähnlich wie eine Roloff, wenn man das so sagen möchte. Nur, dass wir hier im Vergleich jetzt eine 9-Gang haben. Eine Roloff wäre 14-Gang. Aber das Highlight in Wirklichkeit ist, dass das Getriebe wirklich hier im Tretlager sitzt. Ich kann das Rad vielleicht mal ein bisschen drehen. Dann gucken wir uns das einmal von dieser Seite an. Und dann gehen wir noch mal auf die andere Seite. Auf der anderen Seite sieht man vielleicht ein bisschen mehr von der Technik. Hier sehen wir zum Beispiel die zwei Schaltzüge, die hier aus dem Rahmen kommen. Also auch das kann man vielleicht einmal erwähnen. Wir sehen hier am ganzen Rahmen nicht einen Schaltzug oder eine Bremsleitung. Und selbst wenn man sich das Rad mal von unten angucken würde, ich meine, macht man selten, aber ich finde auch das ist wunderschön anzusehen, auch hier mit dem fetten Schriftzug steht natürlich Pinion drauf. Vor allen Dingen, da ist ja sogar die Verkleidung hier, die ist ja sogar auch noch so ein bisschen, hat so ein bisschen, wie nennt man das nochmal, Metallic-Effekt. Ja, genau. Also es macht einen komplett hochwertigen Eindruck. Dieter hat gerade eben gesagt, er wird da Porsche draufschreiben. Ja. Könnte man vielleicht auch. Wahrscheinlich darf man das nicht. Nee, vielleicht darf man nicht, aber man kann ja ruhig sagen, dass Entwickler von Porsche mit an diesem Getriebe arbeiten oder gearbeitet haben oder arbeiten. Nee, das sind doch die Entwickler von Porsche. Genau. Ne? Ja, also das muss man dazu wissen, warum dieser Spruch gerade kam. Und vom Herzstück gehen wir weiter zur Pedale. Und ich bin ja ein Fan von CNC gefrästen Aluminiumteilen, auch wenn Carbon ein schönes Material ist. Finde ich Aluminium mindestens genauso schön. Und wenn es CNC bearbeitet oder gefräst ist, noch schöner. Wenn man sich mal diesen ganzen Pedalkörper anguckt, aus dem Vollen gefräst, hier mit so einer Art Schleifpapier, ein Skateboardfahrer würde sagen Grip Tape, damit der Fuß einfach noch mehr Stabilität auf der Pedale hat, kann man hier echt sagen, sehr detailfeine und schöne Pedale. Und ja, ich habe jetzt noch nicht reingeguckt. Ich gehe ganz stark davon aus, dass da wirklich vernünftige Kugellager drin sind. Eine vernünftige, stabile Pedalachse haben wir hier auch. Und ja, macht einen sehr, sehr hochwertigen Eindruck. Und
ja, wertet die Optik unheimlich auf. Können wir so machen. Ja, mach mal. Nee, ich war eigentlich, ja, und von den Details vom einem Detail zum nächsten. Das ist doch ein guter Anfang. Das ist ein guter Anfang. Von einem Detail zum nächsten Detail kommen wir hier mal zum ganz unspektakulären Schutzblechhalter, na, der eigentlich ja nichts anderes macht wie ein Schutzblech halten. Das Besondere ist, dieses Rad hat ein Schutzblech, das auch wirklich detailreich ist, aber darum geht es gar nicht gerade. Jetzt geht es wirklich nur um diesen kleinen Halter hier, den du hier siehst. Und auch der wird CNC gefräst sein. Und es gibt den einen oder anderen, der sagt mir nach, Nils, sein Lieblingsdetail, das sind Ausfallenden. Definitiv, das kann ich bestätigen. Mir fällt sowas halt immer direkt auf und ich finde sowas auch schön, wenn sich jemand Mühe gibt, sich Gedanken dabei macht und das Ganze dann gleichzeitig auch noch mechanikerfreundlich ist. Beim X20-System haben wir schon in einem der vorherigen Videos mal gesehen, wie ich so ein Hinterrad ausbaue und wieder einbaue und wie einfach das tatsächlich ist. Und mit dafür verantwortlich sind natürlich auch Ausfallenden. Und hier auch ein wunderschön CNC-gefrästes Bauteil. Hier sehen wir dann einmal die Strebenbefestigung fürs Schutzblech. Gleichzeitig haben wir hier noch eine weitere Gewindebuchse. Da können wir sogar einen Gepäckträger dran bauen. Wird vielleicht die Gesamtoptik vom Rad zerstören, aber es wäre auf jeden Fall möglich. Also weißt du das an dieser Stelle auch schon mal. Und auch hier dieses Plättchen, was vielleicht als Unterlegscheibe dient oder wie auch immer, kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber auch das ist CNC gefräst. Ausfallende, Halterung für den Bremssattel, alles ein Teil, alles CNC gefräst. Und ja, des Weiteren ist gleichzeitig die Befestigung für den Ständer ja auch mit an dem Teil oder in dem Bauteil integriert. Ich dachte gerade so, Mensch, mit dem Ständer, dem einen oder anderen, dem mag das vielleicht nicht gefallen, dass an so einem schönen Rad dann so ein komischer Ständer dran gebaut ist. Ich verstehe das auch. Und deswegen habe ich mich nochmal vergewissert, habe das Rad einmal umgedreht, habe geguckt, wie ist es denn jetzt gemacht, weil von oben sieht es tatsächlich so aus, als wäre diese Ständeraufnahme mit in dem Ausfallende integriert. Auch da hat der Hersteller sich wirklich Gedanken gemacht, weil es sieht nicht nur schön aus, es funktioniert auch scheinbar alles sehr, sehr gut. Diese Ständeraufnahme, die kannst du abschrauben. Das heißt, du hast dann wirklich eine ganz clean Optik, aber du kannst das Rad auch nirgendwo vernünftig abstellen. Schutzbleche oder auch Kotflügel genannt. Auch die sind sehr detailreich aus einem wunderschönen Material. In dem Fall ist es Aluminium, was auch für absolute Stabilität spricht, Langlebigkeit. Ich finde, sind absolut dezent. Also wenn man vorne guckt, hier mit der feinen Strebe, hier vernünftigen, ja, wie soll ich das sagen, eine Klemmaufnahme oder eine Klemmung befestigt, aber auch wieder alles fein, alles aus Aluminium, hier oben vernünftig verschraubt in der Gabel. Also wirklich alles sehr, sehr schick gemacht. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Kontaktpunkt von einem Fahrrad überhaupt. Also das gilt nicht nur für dieses Rad, das gilt auch für alle anderen Fahrräder, die es hier auf diesem Planeten so gibt. Und das ist der Sattel. Ja. Zumindest auf diesem Planeten, bei den anderen wissen wir das nicht. Nee, aber war schön. Ich sag mal so, es ist doch so. Ne? Der Sattel ist einfach mit der wichtigste Kontaktpunkt vom ganzen Rad. Und der hier sieht natürlich echt wunderschön aus. Ist ein Brooks-Sattel, Brooks Cambium C17. Ich hoffe, ich habe C17. Ja, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Da kann man sich drüber streiten, ob man diesen Sattel jetzt schön findet oder ob man gut drauf sitzen kann. Das erste würde ich immer sagen, ja, schön ist er. Gut drauf sitzen ist Geschmackssache. Ich habe meine Erfahrungen gemacht. Ich finde ihn zu hart. Ich kann auch nicht drauf sitzen. Und das wäre so mit das erste, was ich austauschen würde. Da gibt es bestimmt was Schönes. Kann ich aber auch an dieser Stelle wirklich einen Tipp geben. Macht wirklich mal eine Sitzknochenvermessung. Lasst eure Sitzknochen ausmessen oder vielleicht auch ein komplettes Bodyscanning, so wie wir es in der Fahrradberatung immer machen. Dann hast du auch die Gewissheit, ob so ein Rad wirklich überhaupt das Richtige für dich ist, ob es zu deiner Körpergröße, zu deiner Sitzposition passt und zu dem, was du dir vorstellst. Also wenn du zu uns kommst, haben wir diese Dinge alle abgeklopft, sodass du mit so einem Rad dann auch wirklich Spaß haben kannst, weil darum geht es letztlich. Sieht zwar schön aus, bringt aber ja auch nichts, wenn du nicht drauf fahren kannst und hinterher das Rad mehr in der Garage steht, als dass du damit auf dem Fahrradweg unterwegs bist. Nee, das wollen wir ja nicht. Und genau, das wollen wir nicht.
Ja, darum Sattel, wichtiges Thema und beim Fahrradkauf immer darauf achten, dass er zu dir passt. Ich weiß, dass die Brooks-Sattel Spalter sind. Ich bringe mich jetzt auch mal hier ein, ganz untypisch. Kannst du noch mal ganz kurz nach vorne. Ich habe den mir gekauft für 120 Euro vor 3 Jahren oder so. Und dann kam ich zu Nils und dann haben wir einen Bodyscan gemacht und ich habe vorher immer Probleme gehabt. Also für mich ist der überhaupt nichts. Er sieht aber schick aus. Ja, ich habe gesagt, ne, schick ist er auf alle Fälle. Ich finde ihn auch super gut passend zum Design. Und bevor wir jetzt zum lang ersehnten Outro kommen, was soll das denn heißen? Schauen wir uns noch einmal das Antriebssystem an. Wir haben ja hier, habe ich ja ganz zu Anfang gesagt, das Modell heißt ja X20 Pinion und die Marke heißt Designio. Und X20, das steht für den Motor. Wir haben hier den Mahle-Motor X20 oder Antriebssystem X20, so heißt es. Mit sage und schreibe 23 Newtonmeter. Und Dieter wird immer ganz nervös, wenn ich sowas sage, so 23 Newtonmeter. Es kauft sich doch heutzutage keiner mehr ein Rad mit 23 Newtonmeter. Das darfst du niemandem erzählen. Ne? So, ja. Sowas darf ich mir dann anhören. Und ich sage dann immer, sag mal, Dieter, ich sag, dieser Kanal, der steht für Authentizität. Ja. Und ich bin dann ganz ehrlich und wir sprechen darüber, so wie es ist, harte Fakten, das muss man einfach mal sagen, 23 Newtonmeter, mehr hat der Motor nicht. Könnte man ja sagen, ist aber langweilig, aber wenn ich damit losfahre, ich habe ja den ein oder anderen X20 schon gefahren, der fühlt sich super gut an. Und wenn wir uns so ein bisschen mit dem X20-System beschäftigen, dann wissen wir auch, alles klar, es ist vergleichbar mit einem Mittelmotor, der 55 Newtonmeter hat. Also kannst du ganz entspannt bleiben und sagen so, ach, alles klar, das ist ja interessant, weil viele, die sich nur auf die Zahlen verlassen, da kann ich wirklich sagen, Mensch, das solltest du wirklich mal ausprobieren. Einfach mal fahren, weil der Motor, der schiebt auch wirklich schön. Also das muss man auch dazu sagen, es fühlt sich wirklich sehr gut an beim Fahren, weil er kommt nicht so prompt, quasi das Rad fährt mit dir, sondern du fährst wirklich mit dem Fahrrad, der Motor unterstützt dich dabei. Und so soll es ja auch sein. Das ist ja das, was wir alle wollen. Ja, 250 Watt Leistung hat der Motor auch, also das ist ganz normal. Und dann können wir auch gleichzeitig schon weitermachen mit dem Akku. Ah. Na, noch und ist jetzt, kein... Aber und jetzt kommt der Wind. Ja, kommt gerade Wind. Wenn wir das Thema Wind haben, dann können wir auch noch mal gerade zum Thema Light E-Bike dazu kommen. Light E-Bike ist extrem leicht. Was heißt das eigentlich? Wenn du jetzt sagst, du willst so ein Rad haben, oder wenn du jetzt sagst, du willst ein neues Rad, aber noch kein E-Bike, dann solltest du dir auf jeden Fall Light E-Bikes anschauen, weil das Schöne hier auch bei dem X20-Motor-Antriebssystem ist, du kannst das Rad ohne Motor fahren. Du kannst das so lange fahren, bis irgendwann zu viel Wind kommt oder bis du irgendwann sagst, ich habe keine Lust mehr, ich brauche jetzt ein bisschen Unterstützung. Dann schaltest du hier oben über das Bedienelement den Motor an und dann kannst du dich einfach unterstützen lassen und ganz entspannt und bequem nach Hause radeln. So, jetzt haben wir soweit alles. Ne? Den Akku haben wir noch vergessen. Akku. Ja, Nils, hol doch mal den Akku raus. Hol doch mal den Akku raus. Würde ich gerne. Geht nicht ganz so einfach. Kann ich aber. Dazu müsste ich die Gearbox ausbauen. Na? Also die Schaltbox. Das Herzstück. Muss ich ausbauen, dann kann ich den Akku rausnehmen. Ein Mechaniker kann das, also da kannst du ganz entspannt bleiben. Wir können das, wenn da mal ein neuer Akku rein muss. Aber ja, habe ich ja schon verraten, der Akku ist hier im Rahmen erstmal augenscheinlich fest integriert. Das heißt, auch aufladen kannst du es wirklich nur hier über diese Buchse. Und wir haben einen Akku, der so ungefähr 250 Wattstunden hat. Und auch das ist ein Thema beim Light E-Bike, könnte doch wirklich viel zu wenig sein. Es gibt Angaben, wo gesagt wird, man schafft über 100 Kilometer mit so einem Akku. Es gibt aber auch Angaben, die sagen 50 Kilometer. Wahrscheinlich wird irgendwas dazwischen auf jeden Fall richtig sein. Es hängt ja von extrem vielen Faktoren ab, wie was haben wir für ein Wetter. So wie heute ist extrem wechselhaft, aber auch irgendwie nicht kalt, aber auch nicht super warm. Na, ist es kälter, haben wir weniger Reichweite. Haben wir mehr Gepäck oder Gewicht bei uns, haben wir weniger Reichweite. Haben wir nur Gegenwind, haben wir weniger Reichweite. Ist der Luftdruck vom Reifen einfach zu niedrig, haben wir weniger Reichweite. Haben wir richtig aufgepumpt, haben wir viel Reichweite.
Wie kräftig sind meine Beine überhaupt? Na, weiß ich nicht. Na, all das sind Faktoren, die spielen da halt mit rein in das Thema Reichweite. Und darum wird es irgendwo zwischen 50 und 100 Kilometer sein. Ist, finde ich, ein Riesensprung. Aber was soll ich da anderes dazu sagen? Wenn du sagst, ist mir alles zu wenig, ich brauche da mehr Sicherheit, ich will aber dieses Rad und bräuchte jetzt nur einen größeren Akku, dann wäre es wirklich perfekt für mich. Ja, kannst du dich auch ganz entspannt zurücklehnen. Geht nämlich, weil du kriegst für diese Räder auch einen Range Extender. Dann hast du nochmal so um die, ja, ich sag mal knappe 180 Watt zusätzlich. Die kannst du dann hier auf den Trinkflaschenhalter bauen. Dann bist du ja schon fast bei, oder dann bist du schon bei über 400 Watt. Und wenn du dann sagst, du brauchst noch mehr, dann kaufst du dir einfach noch einen davon. Den kannst du dann an den zweiten Trinkflaschenhalter bauen. Und schon hast du auch irgendwie, ja, fast 600 Watt. Was wollen wir denn mehr? Und dann kannst du auch riesige Touren damit machen. Aber es ist ein Light-E-Bike. Du kannst riesige Touren ohne Akku fahren. Kannst das Rad dann ja immer einschalten. So ist meine Meinung zu dem Thema. Und wenn du das anders siehst, schreib das doch gerne mal in die Kommentare. Freuen wir uns riesig. Können wir vielleicht beim nächsten Mal auch drauf eingehen. So, oh Mensch, wie weit kommen wir wirklich? Ich will auch demnächst mal auf jeden Fall eine Testfahrt machen mit so einem X20-System. Damit man wirklich mal sagen kann, jo, mit dem 250er Akku, ich bin über 50 Kilometer gefahren. Und dann ist das gut. Dann hast du die Gewissheit, ich habe sie auch, wenn ich es erzähle. Und dann ist alles schön. Ne? Und dann, damit du das Video dann auch nicht verpasst, ich habe es ja schon einmal gesagt, abonniere den Kanal, damit deine Freunde, Bekannte oder auch andere, die dieses Video sehen sollten, dieses Video nicht verpassen. Teil das gerne und ja, lass einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns schon in einem der nächsten Videos. So, es regnet. Ich würde sagen, das ist ein gutes Ende jetzt hier. Finde ich auch. Ne? Ach, da fällt man weg mit dem Rad. Das ist ja interessant. Nee, doch nicht. So, und bevor ich das vergesse, das Rad hat keine Rücktrittbremse. Und für mich ist das einfach zu klein.